Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Ormsi 2 Folge. Ja, heute fahren wir mit dem MAN Line City A20. Ja, ich wollte ihn auch mal fahren. Ich habe ihn mir ein bisschen, nicht gemoddet, aber ein bisschen zurecht gemacht. Und zwar haben wir andere Türsounds. Das sind die vom Citaro Ü. Ich dachte mir, passt so ganz gut. Ich habe das Türpiepen so gemacht, dass die Tür beim Piepen direkt zugeht, also quasi wie das auch bei der VH ist, beim normalen Line City Euro 6. Und das war's, glaube ich, sonst. Ich habe mir das ASRock Repaint gedownloadet, wie man vielleicht sieht. Bitte schön, Sebibo. So sieht's aus. Finde ich eigentlich ganz schick. Und wir fahren auf... Na, wisst ihr schon? Ja, okay, steht wahrscheinlich im Titel auf. Krummenab. Und wir fahren von Tschechien nach, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Ja, sehr gut vorbereitet bin ich. Kann man das runtermachen? Nein. Das ist der Bus. Diese Anzeige hat tatsächlich die VH auch bei den 2014ern. Bei den 2016ern haben die die im anderen A20 verbaut ist. Im A21, Entschuldigung. Ja. So, habe ich meinen Gang eingelegt. Ich weiß gar nicht, welche Linie das ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwas mit 88 oder so? Naja, fast. 6295. 6295. Sieht ein bisschen schöner aus, ein paar Wölkchen im Himmel. Ach ja, warte mal, das muss man ja anders machen, ne? 0625, war das so? Wie hieß die Linie jetzt? Shit, 600, ich weiß es nicht mehr. Ach so, warte, ich kann doch hier gucken, ne? Ja, vergesse ich mal wieder. Dann muss ich 0295 eingeben. Nee, 25000, oder? Hä, ich bin voll verwirrt. 25, ach so. Ich bin ein bisschen verwirrt. 62900. Wie lange habe ich jetzt kein Omsi gespielt? 4 Tage? Das muss doch gehen. Nochmal. 62950. Ach, das geht. Wow. Seit wann kann man denn... Ja, das geht doch sonst nicht. Man kann doch sonst gar keine vierstelligen Zahlen... Okay, bei dem Bus scheint es zu funktionieren. Anscheinend kann man vierstellige Zahlen da reinmachen. Und der schildert auch vierstellige Zahlen. Also das scheint zu funktionieren. Der hat auch das wunderbare Wechselschild. Mit Licht oder ohne entscheiden wir, wenn wir dran sitzen. Aber das ist ja blöd. Das ist ja ein A zu viel. Sieht ganz ordentlich aus. Euro 6. Ganz sauberer Bus. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt schon für Autos? Die Euro 6 Plakette habe ich noch nie. Oh, habe ich noch nie gesehen. So, jetzt zeige ich einmal hier, was hier so abgeht. Spiegel ist leider nicht elektrisch verstellbar. Das Display scheint wohl kaputt zu sein für die zweite Tür. Radio scheint nicht zu funktionieren. Was gibt's noch? Achso, wie sieht's aus mit Licht drin? Brauchen wir nicht, ne? Ach,
Quatsch. Wird zu hell. Ich nehme mal kurz das Lenkrad weg. So sehen alle Tasten aus. Lenker. Ach so, warte mal, was ist denn das für ein Ding? Für Tempomat, genau. Den Knopf gibt's gar nicht. Den gibt's. Türen, hört mal. Vom Citaro Ü halt. Und hinten, jetzt seht ihr, was ich mir angepasst habe. So sieht's aus. Und das finde ich ganz cool. Da kann man auch schneller wieder los. Also, ich drücke die sofort und die geht sofort zu, den Taster hier. Wobei mir ist aufgefallen beim A21 der VH, wenn der Busfahrer da auf den Knopf drückt, auf den Türenknopf, dann hat die Tür leichte Verzögerung. Also wenn er jetzt auf den Knopf drückt, geht das eine halbe Sekunde später oder so, geht die Tür dann erst auf. Ich hab falsch rum. Ja, ich dachte, das wäre das Ziel hier. Ich habe gar nicht gelesen, was da dran stand, ehrlich gesagt, draußen. Ich habe einfach nur geguckt, wie schön das doch aussieht. Ja, aber jetzt passt's. Flossenbürg. Ja, das ist ein schicker Bus. Gefällt mir echt. Wir haben Void übrigens, ein Void-Getriebe. Ich bin den schon mal gefahren und habe gemerkt, der kommt nicht wirklich in Schwung, wenn man Gas gibt. Meint gut, der MAN an sich, der kommt auch nicht so in Schwung. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Motor er drin hat. Bestimmt nicht einen so starken. Und ein Fehler ist mir noch aufgefallen. Und zwar, hier irgendwo, ich glaube hier oder hier, irgendwo hier fehlt ein Knopf. Ich meine hier. Weil in echt gibt es hier einen Knopf, dann kann man das Ding hier abmachen und seine Kasse reintun. Das fehlt hier, weil wie soll man hier in die Kasse kommen? Und leider geht die nicht auf die Tür. Muss man rüberspringen oder was? Oder hier durchs Fenster so. Zack, kann man hier raus. Ja. Leider auch nicht elektrisch. Das hätte ich mir auch gewünscht, wenn die elektrisch wäre. Das wäre natürlich schon cooler. Aber hat wahrscheinlich auch nicht jedes Verkehrsunternehmen. Jawohl. Oha. Muss erst mal klarkommen. Der Spiegel. Das sieht relativ klein aus im Spiegel, finde ich. Vielleicht täuscht das auch. Aber kommt mir irgendwie gerade so vor. Ja, dachte ich mir auch. Hallo. Hallo. Der hat ja vorher irgendwie die C2-Tür-Sounds gehabt. Das war ja grässlich. Hoppla. Gegen den Kühlschrank wollte ich schon sagen, gegen den Kannstein gekommen. Ich habe gerade irgendwie kein Gefühl fürs Fahren. Kann sein, dass es am Bus liegt, ich weiß es aber nicht. Weil der Bus ist halt anders als so Standard Citaro oder so, was man immer fährt, ne? Muss man natürlich auch bedenken. Das ist natürlich ein Unterschied. Und der Bus ist natürlich sau leise, aber das ist in echt auch. In echt hört man den aber auch fast gar nicht.
Das ist schon erstaunlich, wie leise der ist. Ich glaube, das ist, außer jetzt die Elektrobusse oder so, einer der leisesten Busse, die es im Moment gibt. Auf dem Markt, würde ich mal so schätzen. Der C2 ist auch. Ja, der C2. Ja, Schwierige Angelegenheit. Der C2 ist zwar leise. Also leiser als der Facelift auf jeden Fall, aber so leise wie der MAN ist er nicht. Er ist schon ein bisschen lauter. Also den MAN, wenn der mal losfährt, den hört man echt kaum. Warte, ich mach's mal. Hört sich schon sehr realistisch an hier. Ja, und laut halt so ist er auf gar keinen Fall in echt. Kontrolle. Nein, ich werde nicht kontrolliert. Die haben ja alle zu und Pause hier. Meine Güte, die machen auch gar nichts, ne? Ganz Tag schlafen. Ich dachte mir, die Map passt ganz gut. Erst wollte ich Tettau fahren, aber dann dachte ich mir, ja, Tettau ist irgendwie auch so langweilig, so Standard-Überland-Map. Da dachte ich mir, was kann ich noch von. Ach ja, stimmt, Krummenab kann man ja machen, ne? Die ist ja eigentlich ganz schick so. Ich wollte eigentlich auch Landkreis. Wie heißt die denn? Altenstein? Diese ganz enge Map, die noch in der Beta ist. Die wollte ich eigentlich fahren. Problem ist, ich krieg die nicht gedownloadet. Was heißt, ich krieg die nicht gedownloadet? Ich krieg sie gedownloadet. Ich kann sie auch im Menü aufrufen. Ja, wo spawn ich? In der Luft, alles blau. Ja, ich habe alle Objekte gedownloadet, die ich brauche. Guck in diese, wie heißt das Ding? Logfile. Steht Error. Wölfchenobjekte. Okay. Habe ich gedownloadet. Anscheinend irgendwie immer noch nicht richtig. Was mich noch mehr verwundert hat, dann war da irgendein Error mit Fonts-Kram. Error, Fonts, schieß mich tot. Und das war dann doch ein bisschen verwunderlich für mich. Also ich habe keine Ahnung, was da das Problem ist. Ich hoffe, bald kommt die Vollversion davon raus. Und der Download läuft dann auch vernünftig. Am Waldhofen habe ich mir auch irgendwie zerschossen. Hoppla. Es ging der Fahrplan nicht, da habe ich das irgendwie, irgendwas da, ich weiß auch nicht. Weiß nicht, was ich da geändert habe, genau, und dann, boah, ging gar nichts mehr. Dann gab es irgendeinen Error-Code. Ja, und den Download gibt es ja im Moment auch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo noch einen Download finde von der Map. Zwei Sachen. Das Piepen ist ganz schön laut. Das Haltestellenpiepen. Und zweite Sache ist, warum haben die jetzt gemeckert? So schnell war ich jetzt nicht. Achso, ich wollte ja mal gucken, ob man mit Licht fährt. Das ist halt rot, aber pff. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so mit den Roten hier. Na, ja, das ist auch rot. Also die VAH hat ja den Bus im Prinzip auch, also den A21. Ist ja der gleiche Bus an sich. Mit anderen Sitzen, anderen Türen und vielleicht minimalen, obwohl eigentlich sonst gleich. Und die VH, das VDV der Sport. Was ich eigentlich auch besser finde. Das ist halt so einheitlich und standardmäßig. Und sieht halt auch ganz schick aus. Das finde ich irgendwie nicht so wahnsinnig hübsch, das der Sport. Wo muss ich denn jetzt lang? Rechts rum. Ich werde jetzt links abgebogen. Pfeil kann man schlecht lesen. Rücken.
Halt. Wow, einfach nur halt. Bin ich hier auch mal mit AGG lang gefahren oder war das Zettau? Ich glaube, das war Krummenab, ne? Bin ich nicht. Nee, hier war das nicht. Doch. Ja, hier war das doch, oder nicht? Hier bin ich doch weggerutscht mit dem Puckel vom Bus, ne? Ich glaube ja. Das könnt ihr euch auch nochmal im Best-of angucken. Kann ich wirklich empfehlen. Das Best-of war wirklich cool. Hat zwar leider nur 720p, aber pff, komm. Scheiß doch drauf, gibt's was zu lachen. Das nächste wird in 1080 sein. Und da sind halt noch Videos aus Schnitte aus alten Videos, die natürlich von der Qualität auch nicht so gut waren. Aber pff, ja. Ist halt alt, ne? Das nächste Best-of wird natürlich qualitativ besser. Luki sagte, er macht 1080p dann. Und es werden dann neue Ausschnitte. Viele wahrscheinlich mit einem neuen Mikrofon, auch welche mit einem alten, also mit einem Headset, mit einem G35 wahrscheinlich. Wobei da jetzt nicht so ein riesiger Unterschied ist. Ich meinte, das Rode ist schon besser, dass ich jetzt habe, deutlich. Man hat halt überhaupt keinen Geräusch im Hintergrund. Aber das G35, das war vollkommen okay, das hätte gereicht. Das sehe ich ein. Ja, aber ich wollte das Mikrofon immer haben. Da habt ihr auch was von und... ja... das wird schon ein paar Jahre halten. Ist schon ganz schön. Ich möchte nämlich immer die beste bestmögliche Qualität bieten. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht jeden Monat einen PC kaufen, das ist klar. Ich werde mir auch erstmal keinen neuen PC kaufen, weil meiner noch super ist. Und der wird wahrscheinlich auch noch das nächste Jahr super sein. Das Jahr darüber wahrscheinlich auch noch. Das Jahr danach wird er dann wahrscheinlich noch okay sein, aber wird wahrscheinlich auch noch vollkommen reichen. Es ist halt immer die Frage, was man spielen möchte. Ich denke, Lotus später, wenn das mal rauskommt, sollte der PC auch noch packen. Also so die Spiele, die ich spiele, sollte er locker packen, weil ich spiele jetzt nichts Krasses so, eigentlich. GTA 5 zum Beispiel, das packt er auch locker. Warum haben wir eigentlich gar keinen Gegenverkehr? Hier ist echt wenig los. Tote Hose. Boah, kann man sich ganz schön erschrecken. Das ist ziemlich laut. Das muss ich, glaube ich, mal ein bisschen leiser machen, das Geräusch. Kriegt mein Herzinfarkt. Das ist nicht schön. Piep. Ist auch der Originalton, aber viel zu laut. Ich glaube, gestern... war das gestern? Doch, gestern war das. Gestern bin ich sogar zweimal zufällig mit einem Line City gefahren. Dadurch konnte ich halt hier genau ummodden, wie es bei der VH ist quasi. Ja, fahre ich auch noch runter oder fahre ich nur rauf hier? Mal nachwischen. Aber mir ist eigentlich ein Bus lieber, der nicht so stark abgeht, als der Citaro Ü zum Beispiel, weil damit heiz ich wie wahnsinnig. Damit bin ich fast nur am Rasen, weil der hat eine mordsmäßige Beschleunigung und boah, wenn man da auf dem Gas steht, der zieht. Mhm. Das ist halt das Gefährliche. Und die Hupe, hört mal. Die gefällt mir sehr gut. Die hört sich richtig realistisch an, echt. Das ist klasse, die Hupe. Die habe ich mir auch erstmal im Facelift eingefügt. Die werde ich, also, weil ich den jetzt erstmal so gefahren bin. Aber den werde ich wahrscheinlich noch bei jedem anderen Bus auch einfügen, den ich fahre. Weil die ist einfach viel cooler als die Standardhupe. Deutlich realistischer, auch von außen. Da wird bestimmt manche erschrocken, dass ich hier rausgegangen bin und das war irgendwie voll laut. War es wahrscheinlich nicht, weil...
Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ist er mir jetzt reingefahren? Nö, ist er nicht. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ist mein Reifen hinten in Bordstein rumgebackt oder was? Ich weiß, ich bin. Was war das denn? Ich bin gegen den Bordstein gefahren, ja. Aber das habe ich vorne nämlich extra gemacht, weil ich hatte Angst, dass der Bus so breit ist und mich wegrammt. Darum bin ich näher am Bordstein gefahren. Die KI ist ja unberechenbar, ne? Das muss man immer im Hinterkopf halten. Dann bin ich irgendwie voll blöd rumgefahren. Ich gebe übrigens gerade Vollgas. Ich glaube, er will nicht hochschalten, oder? Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, er schaltet gerade nicht hoch. Ja. Naja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Jetzt halte ich ja wieder, dann können wir gucken, was das Problem war. Halt, stopp! Die leuchtet ja, die Haltestellenlampe, ne? Wie leuchtet die denn? Das sieht man ja gar nicht richtig. Okay, man sieht es, aber es ist wirklich nicht so hell. Wird das auch noch irgendwo im Bus angezeigt? Das ist ja nicht das Zeichen dafür, dass der Haltestellenbremse, ne? Ja, okay, das finde ich ein bisschen blöd. Die Textur muss ich mir mal ein bisschen heller machen, wenn ich das schaffe. Schaffe ich bestimmt nicht. Aber das ist doof, dass das nicht hier angezeigt wird am Monitor. Das ist ja sogar ein Zeichen für hier. Nee, hier. Ich krieg das bestimmt irgendwie umgemoddet. Neue Kühe, was glotzt ihr mich so an? Ja, 2D-Kühe. Ich wollte gerade sagen, hat der Bus nur 2 Gänge oder was? Oder ist der dritte ausverkauft oder kaputt? Also der schaltet echt ein bisschen komisch. Ich meine, gut, eine leichte Steigung ist hier, aber das ist jetzt wirklich nicht so stark. Ein Bergziegel schafft auch so eine Steigung. Tatsächlich sieht das von innen gar nicht aus, als wäre es eine Steigung. Oder? Naja, minimal vielleicht. Oh, was haben wir jetzt? Das typische. Ja, okay. Kühlflüssigkeit ist so heiß. Kühlwasser. Ja. Huch. Bin ich dagegen gefahren? Hä? War ich so weit draußen? Oder war das Ding so weit dran? Hä? Bin ich echt wogegen gefahren? Lol. Oder kam Auto entgegen? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Naja, was soll's. Das typische rote Dreieck bei meinen. Es leuchtet ja immer rot bei irgendeinem Fehler. Es gibt ja kein yellowes Dreieck. Warum bremse ich hier? Oh, bist schon im Bus. Im Bus. Schlüssel? Was denkst du, warum ich in Bucht fahre hier? Oh, wenigstens der Bus. Halt, stopp. Ach lol, ich dachte, es wäre die Bremsleuchte, das sah irgendwie so aus. Na gut, dass die Kühlflüssigkeit hier zu heiß ist, wundert mich nicht. Wäre mal ganz nett, dass wenn jetzt jemand mal ein bisschen was nachkippen würde oder wenn ich stehen bleibe. Eigentlich sollte ich mal ein bisschen stehen bleiben, bis sie sich ein bisschen runterkühlt.
Wäre an sich gar nicht so dumm, ne? An der nächsten Haltestelle mache ich mal ein bisschen den Motor aus. Ich habe Angst, dass mir nämlich der Motor abraucht. Das Dashboard hier in dem Bus ist irgendwie relativ klein, aber das ist ja wirklich so beim MAN. Das ist schon ziemlich klein. Dieses MAN-Dashboard, da ist das VDV schon größer. Ich glaube, dieses Dashboard ist für die Fahrer voll unangenehm, weil die irgendwie voll weit mit dem Arm zu den Knöpfen greifen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ja auch noch so gebogen ist, haben die ja hier voll den weiten Weg mit dem Arm irgendwie. Bei dem VDV ist es ja andersrum gebogen. Da ist es ja quasi nach außen so ein bisschen. Und das ist natürlich eigentlich angenehmer. Warum ist hier überhaupt 30? Was stand denn da? Das konnte ich gar nicht lesen so schnell. War alles zu viel. Fellarbeiten. Aha. Ja, sieht man. Cool gemacht. Jetzt gebe ich aber wieder Gas hier. Arbeitet ja auch gerade keiner. Wollte jemand raus? Boah, ich kann es nicht sehen. Das ist... Ja, okay. Ich merke mir das. Das sieht so ein bisschen orange... orange aus. So ganz leicht so. Okay, ich versuche es mir zu merken, wie es aussieht, wenn es leuchtet. Aber es ist echt schwierig zu erkennen, den Unterschied so. Zumindest an meinem großen Monitor, 27 Zoll. Ich weiß nicht, wie das ist beim Handy oder so. Da erkennt man das vielleicht sogar besser. Aber das ist nicht viel heller. Okay, es ist leicht heller. Ganz leicht. Ja, aber es, naja. Auch nicht so gut zu erkennen jetzt, ne? Die Sounds gefallen mir echt gut von den Türen. Achso, ich wollte eigentlich den Motor ein bisschen ausmachen. Naja, ich habe eh gerade Verspätung. Boah, hier geht's aber auch nur bergauf, ne? Ich glaube, wir machen die Rücktür gleich. Da haben wir nur bergab. Wobei, ist das bergab? Das sieht man gar nicht so richtig. Sekunde. Das müsste bergauf sein, oder? Na, das ist... Ja, gerade würde ich sagen. Weder bergauf noch bergab. Will er rein oder will er nicht rein? Nee, er geht noch. Ist auch ein bisschen schwierig zu erkennen immer, finde ich. Die Brücke gefällt mir. Oh, an der Endhaltestelle können wir den Motor auf jeden Fall ein bisschen ausmachen. Kartoffelpüree. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf der Rückfahrt fahren wir mit dem gleichen Bus. Und die Rückfahrt seht ihr dann in der nächsten Folge. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.